Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik und zwar über Leitungen und Kabel geht es. Sprechen wir darum, wie groß muss eine Leitung sein? Ja, und bevor wir darüber sprechen, um irgendeine Erwärmung, um irgendeinen Spannungsverlust, um irgendeinen Strombelag oder sonst irgendwas, sprechen wir über die mechanische Festigkeit. Die muss natürlich auch gegeben sein. Ich habe nämlich nichts davon, wenn ein Kabel oder eine Leitung zwar einen Strom transportieren kann, das aber mit einem Kabelbruch einfach anreißt und das war's. Ja. Deswegen gibt es da Regulierungen und Normen. Eine davon ist die Ö-Norm E8001-341. Und was da drin steht, das werden wir uns jetzt kurz anschauen. Okay? Also es gibt für verschiedene Leitungen verschiedene Anwendungszwecke und einen Mindestkabelquerschnitt. Und den schreibe ich jetzt einfach over da. Ja. Adernleitung. 1 Meter und feindrahtig, Mantelleitungen, Kabel, Steigleitungen und all diese Dinge im Leistungsstromkreis, gell? Was haben wir immer? 1,5 Quadratmillimeter. Ja? Also, Leistungsstromkreis für alle möglichen Varianten 1,5 Quadrat mechanische Festigkeit. Ja? Dann, was haben wir noch? Adernleitungen. Verdrahtungsleitungen. Und zwar ebenfalls 1 Meter und feindrahtig. Und zwar für die interne Verdrahtung. Von Geräten. Und Verteilern und für Melde- und Steuerstromkreise. Also nicht Leistungsstrom, sondern Steuerstrom. Da haben wir 0,5 Quadrat ausreichend. Okay? Dann Kleinspannung. Ja. Kleinspannung. Adern, Leitung, mehr oder feindrahtig, und zwar Lichtstrom, Kleinspannungen, 12 Volt, maximale Länge, 3 Meter. 1. Ja, 1 Quadratmillimeter muss das sein. Lichtstrom und so weiter. Gut, was haben wir da noch? Schlauchleitung. Was ist jetzt wieder Schlauchleitung? Was ist eine Mantelleitung? Was ist eine Schlauchleitung? Von außen schaut es gleich aus. Der Verwendungszweck ist ein bisschen ein anderer. Eine Schlauchleitung ist eher so flexibel und eine Mantelleitung kann steifer sein. Also eine Mantelleitung ist üblicherweise für so fixe Verkabelungen und Schlauchleitungen sind üblicherweise für flexible Verdrahtungen. Und zwar 2 bis 5 adrig. Leistungsstromkreis. Leistungsstromkreis 0,75. Für Melde und Steuerstromkreis. Null fünf.
Und für Kleinspannungen 12 Volt, Länge maximal 3 Meter, 1 Quadrat, und praktisch das gleiche. Ja? Dann Schlauchleitungen, schon wieder Schlauchleitungen. Sieben oder mehr Adrig. Ja, da gibt es kein Leistungsstromkreis, da gibt es nur Melde und Steuerstromkreis, 0,5 Quadrat und Melde und Steuerstromkreis für elektronische Komponenten, ne? 0,1 Quadrat. Und da können wir runter. Ne? Sagt die Elektronik halt nicht so viel aus, passt. Ja? Dann, was haben wir noch? Blanke Leitungen. Blanke Leitung. Ne? Leistung. Also ohne Isolierung, ohne nichts, blank, Leistung, 10 Quadrat. Ja? Puh. Ja? Lichtstrom und Kleinspannung, 12 Volt, 4 Quadrat, ja? Melde und Steuerstromkreis. Ebenfalls auf 4 Quadrat. Und dann haben wir noch feste, ungeschützte Leitungen. Aufhängung. Nach maximal 20 Metern, ja, also die sparen wir praktisch schon, Freiverlegung, ja, die Befestigungspunkte mit Trageinrichtung, also da ist eine, irgendwas drin, was den Zug aufnehmen kann, 1,5 Quadrat, das gleiche wieder rum. Und ohne da ist nur das Kupfer, was sich selbst hält praktisch, haben wir 4 Quadrat. Gell? Puh, reicht schon wieder, oder? Also mir reicht es, diese Auflistungen, ich mag sie nicht, aber sie gehören irgendwie dazu. Ja? Das kommt aus irgendwelchen Normungsgremien heraus, dort hat man sich geeinigt, das ist das Ergebnis. Fertig, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja? Das nächste Mal werden wir wieder ein bisschen handfest. Das nächste Mal geht es um Erwärmung von Leitungen. Ja, da kann man was rechnen, ne? Da kann man das ein bisschen mehr in der Anwendung. Ja? Das sind Regulierungen und das andere sehen wir. Nächstes Video, Erwärmung von Leitungen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.